Und willkommen zu The Legend of Kay für die PS2. Beim letzten Mal eine Menge Story erfahren, haben von unserem Meister das Holzschwert erhalten. Tja, und jetzt wollen wir uns mal zurück ins Dorf begeben. Und ich glaube auf diesem Weg. Okay, der stille Bach. Da sind wir zum Meister gekommen. Da vorne wohnt der Typ, der ja fast als einziger am Dorf glaubt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Weil die Insel ist ja von Gorillas und Ratten beherrscht und ja, der Typ hier glaubt daran, dass die vermeintliche Sicherheit dieser, den die Ratten und Gorillas bieten, falsch ist. Da die Gorillas eigentlich ja auf die Herrschaft aus sind, auf die alleinige Herrschaft über dieses Land. Und Kay ist derjenige, der das verhindern will. Und verhindern wird. So, die Quest habe ich abgegeben. So, das ist unsere Waffe, das Holzschwert. Beim Meister gibt es noch ein legendäres Schwert. Ich glaube, das bekommt man ja entweder erst, wenn man noch was Besonderes findet oder später allgemein im Spiel. Na egal, gehen wir mal zu unserem Onkel zurück und gucken, was er zu sagen hat. Ich liebe die Musik einfach nur. So herrlich. Kay, hast du diese arme Frau Ai Tan gesehen? Sie ist so weit für die Kürbisse gegangen und jetzt hat sie 3 verloren. Vielleicht kannst du ihr helfen. Lass dir was einfallen. Ich habe in der letzten Zeit halt so viel zu tun. Aber klar, ich gehe hin. Okay. Ai Tan sucht ihre Kürbisse, die Frau haben wir ein, zweimal bereits angesprochen. Eine weitere Aufgabe. Ich weiß gar nicht mehr, was es dafür gibt eigentlich. Wenn wir ihr helfen. Ich glaube, die Ausrufezeichen waren Quest-Symbole. Stimmt. Das waren Quest-Symbole. Hallo, Ai Tan. Alles in Ordnung? Nein. Kannst du mir bitte helfen? Ich muss vor dem Stadttor 3 Kürbisse verloren haben. Wenn du mir hilfst, bekommst du eine Belohnung. Natürlich helfe ich dir. Vor dem Stadttor, sagst du? Vielleicht haben die diebischen Ratten sie gestohlen. Ich gehe der Sache nach. Ja, waren bestimmt die Ratten gewesen, die Kürbisse geklaut haben. Okay, da ist ja das Stadttor. Und da ist auch das Rattenlager. Angreifen kann man ja so nicht. Ich muss doch dahin. Hey, Bananenmann. Lässt du mich vorbei oder was? So leicht kommst du hier nicht raus. Hier geht niemand durch. Weißt du, für eine Banane würde ich alles machen. Ich würde dich sogar rauslassen, wenn ich eine Banane kriege. Was sagst du dazu? Abgemacht. Okay, die Wachen sind bestechlich. Wir müssen eine Banane finden. Gut, wo finden wir denn Bananen? Ich würde sagen, bei einem Obsthändler oder so. Aber gab es hier irgendeinen Obsthändler? Wie gesagt, das ist ewig her. Seitdem ich das gespielt habe. Übrigens, die roten Punkte da unten, die ihr rechts im Bild seht, sind Synergie. Im PS4 Remake sind das wohl Herzen, aber ich finde es so mit diesem Symbol irgendwie schöner. Als heute im. Ja, gut, es sieht zwar grafisch schön aus, aber so manches sieht doch schon ein bisschen anders aus. Oh, was kommt. Ah, was haben wir hier Schönes? Das habe ich gerade durch Zufall hergefunden. Außerdem sind noch die ganzen Krüge zu sehen. Ja, zu zerschlagen. Ist hier noch was? Ja, da ist noch so ein Kristall. Ach, stimmt. Und hier die komischen. Ja, das ist zum Trainieren.
Das ist eben ein klassisches Dojo hier. Mit einer kleinen Wohnung, Kamin. Das ist recht gemütlich, das Ganze. Okay, ja, die Vasen können wir jetzt hauen. Ganz im Zelda-Stil. Das geht nicht kaputt. Das geht auch nicht kaputt. Okay, was bedeutet die 9 nochmal? Ah, stimmt, da ist auch noch was. Du hast eine Kuchenmünze gefunden. Es gibt verschiedene Münzen mit unterschiedlichen Wert ab und zu. Triffst du auf den Händler hier, kannst du für dein Geld Ausrüstung und Gegenstände kaufen. Das kann sehr hilfreich sein. Ach, stimmt, ja, das konnte man ja auch. Ausrüstung, Gegenstände kaufen. Das hat sogar schon fast so ein bisschen ja, Rollenspielelemente. Ah, das ist so cool gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Adventure-Game. Wenn mich gerade nicht alles täuscht. Gucken wir uns mal hier im Dorf um. Das ist Kubais Haus, das ist der Bürgermeister. Auch so einen komischen Vasen zu stehen. Du hast Herz gefunden, ist vollständig Energie auf. Punkt auf. Wenn Energie bereits Stand ist, zählst du anstelle des Herz eine Münze. Ah. Du hast Magie gefunden, es werden nämlich Magiepunkte aufgefüllt. Ah, nice. Ist ja auch nicht schlecht. Bloß wie verwende ich den eigentlich, den Energietrank. Ich glaube, damit muss ich mich auch mal näher befassen wieder. Ja, ich glaube, in dem Part gucken wir uns erstmal ein bisschen näher im Dorf, um irgendwas finden, was uns helfen kann. Hier wohnt unser Onkel, das wissen wir schon. Hier war ich noch nicht drin. Haushaltshistoriker, ist das vielleicht... Okay, was ist das? Das ist bloß normale Energie. Ich glaube, es fällt das frische Energie auf. Hey Tai, was hat's auf sich mit diesen Spezialwaffen? Das Schwert, der Hammer, die Kralle, all diese Waffen können sowohl schlagkräftig als auch wirkungslos eingesetzt werden. Es liegt an dir, ihre Stärken herauszufinden. Jede dieser Waffen kannst du zweimal aufrüsten. Ah, das ist cool. Boah, es gibt so viele Funktionen im Spiel. Der Hammer. Das ist so den... Okay, manche scheinbar hat das Dorf verlassen zu haben. Die Tür ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Okay, es geht bestimmt später. Da ist bestimmt was Tolles hinter dieser Tür. Was gibt's hier? Lagerraum. Hier gibt's bestimmt Items. Würde ich mal vermuten. Okay, was ist das? Oh, wer bist du denn? Hey, Dai. Warum versteckst du dich hier? Spiel doch draußen in der Sonne. Seit schon hier ist, habe ich Angst, draußen zu spielen. Ach was, beachte sie einfach nicht. Ist ja niedlich. Vielleicht müssen wir den Kleinen ab und zu mal finden. Okay, dann wissen wir, wo er ist. Nämlich im Lagerraum. Hier. Das Haus von Tang Mu. Hallo Tang Mu. Warum rackerst du dich den ganzen Tag an einem heißen Ofen ab? Okay. Ich muss für meine Kinder kochen, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Ich mache mir Sorgen bei all den Ratten und Gorillas hier. Hilfst du mir suchen? Dann gebe ich dir ein Geschenk. Kein Problem, Tang Mu. Wenn ich deine Kinder sehe, schicke ich sie nach Hause. Eins habe ich ja schon gefunden gerade. Super. Ja,
Tangmo, eins deiner Kinder habe ich mich schon gefunden. Das war nämlich im Lager. Das können wir gleich mal machen. Dai, ich habe gehört, dass deine Geschwister die ganze Schüssel Milch selbst austrinken, wenn du nicht da bist. Ja, dann beeile ich mich mal. Tschüss. Okay, ich glaube, das war Kind Nummer 1. Auf Select kann man, glaube ich... Achso, drei Kinder. Gut, hier können wir die Aufgaben uns angucken. Also die Questen abhaken. Etc. etc. Ich werde mal schauen, wie viel ich mache. Es wird sich bestimmt lohnen, die Quests zu machen. Da es nämlich bestimmt wertvolle Sachen bringt. Ja, und wie viele Items es hier gibt, sehe ich gerade. Das ist ja mal richtig genial. Hey, siehst du die Kanten dieser Felsen? Du kannst sie erreichen. Du kannst diese Kanten mit einem Saltosprung erreichen. Zuerst duckst du dich und dann springst du. Mit dieser Bewegung kannst du viel höher springen. Du wirst schon sehen. Wenn du innerhalb von 5 Sekunden bis ganz nach oben kommst, gewinnst du einen Preis. Ach so, okay. Ah, wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das jetzt? Wunderbar. Was gibst du uns dafür? Dass wir das geschafft haben. Oh, Münzen. Das war eine ganze Menge. Kupfermünzen. Okay, es wird bestimmt noch schwere Quests geben. Fang von Longbao. Wie viel zu entdecken gibt hier? Ja, ich sehe schon, die Ratten machen ordentlich Ärger. Nun wow, was ist hier los? Sie wollen uns die Hennen wegnehmen, aber wir brauchen sie. Ich dachte, Shun wollte uns beschützen. Steht doch auf den Plakaten. Aber vor meinen Küken muss mich niemand schützen. Vielleicht sind das ja lebende Gauner. Schon mal daran gedacht? Ja, das sind sie. Die Ratten sind nämlich richtig hinterhältig. Und denken auch nur an sich. Nämlich gar keine richtigen Verbündeten, weil die Ratten sind selber dran interessiert. Die macht es nicht zu reißen. Okay, was gibt's denn noch Schönes? Hey Kay, willst du mal auf einem Wildschwein reiten? Das macht mächtig Spaß. Ich zeig's dir. Klingt gut. Mach mal. Solltest du mal probieren. Ist genialer als eine ganze Schüssel echten Katzenminze. Wenn du hinter dem Wildschwein stehst, kannst du aufspringen. Keine Sorge, Baji ist wirklich zahm. Du kannst dich in die Kurve legen, während du in die jeweilige Richtung abbiegst. Okay, fangen wir an. Oh, warte, du kannst auch vom Wildschwein abspringen. Noch was. Du kannst nur eine bestimmte Zeit lang auf dem Wildschwein reiten. Wenn sie abgelaufen ist, wirft er dich ab. Oh, das noch. Wenn du Eicheln einsammelst, kannst du länger reiten. Und schließlich, wenn du eine Peperoni einsammelst, rennt das Wildschwein schneller. Also pass auf. Okay, dann fangen wir mal an. Okay, Wildschwein reiten, das wird auch noch interessant, wenn im Verlauf des Spiels, denn ja, das ist nicht das letzte Mal, dass wir in Wildschwein reiten werden.
Das wird nämlich noch öfters mal passieren. Nämlich wenn man so eine Stufe berührt, dann... Ja. Fällt man nämlich runter. Was auch ziemlich gefährlich werden kann, wenn es in den falschen Orten schnell wird, im falschen Moment. Das kann nämlich auch sehr schnell schief gehen und dann ja, haben wir das Problem. Na komm, ich probier's nochmal. Ich probier's immer nochmal. Ah, das ist eine ziemlich blöde Ecke. Das ist eine ziemlich blöde Ecke. Ich weiß gar nicht, was die eigentlich dann bringen. Na komm. Wunderbar! Rennen gewonnen! Scheint es aber nichts für zu geben, schade. War wohl nur Training. Was gibt's denn hier noch Schönes? Ah, was haben wir denn hier oben Schönes? Ah, ich glaube, das ist. Das ist schon verkackt. Ja, ist schon verkackt, weil ich muss wahrscheinlich alle in der Zeit einsammeln. Ja, schon vorbei, schade. Ist aber auch recht schaffbar, die Aufgabe. Ist aber auch recht schaffbar. Gibt bestimmt was Besonderes, wenn man das macht. Und gerade das ist der Reiz daran. Viel zu lange. Nein, schon viel, ja, viel zu lange. Ah, ich kann das hinkriegen. Verdammt. Das ist machbar. Das ist auf jeden Fall eine machbare Aufgabe. Zeit. Ja, gut. Ah, oder? Ah, das lässt mir gerade irgendwie keine Ruhe. Das lässt mir irgendwie gerade keine Ruhe.
Jawohl, ich wusste, euch krieg's hin. Okay, du hast es geschafft. Nimm dies als Belohnung. Okay, mal gucken, was es da für Schönes gibt. Münzen. Das war eine ganze Menge. Nochmal, wenn du hinter dem Wildschwein stehst, kann... Na, er ist keine von den Kindern. Wahrscheinlich sein Sohn oder so. Gut. Ja, ich werde aber erstmal zum Save Point zurücklatschen, da der Part sowieso schon zu Ende ist. Ja. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Legend of Kay. Bis dann. Tschüss.